So, da sind wir wieder. Das ist gemein, ich wollte zuerst anmoderieren. Der Weihnachtsmann ist gemein. Ja, ich bin der Weihnachtsmann, hallo. Ich habe gerade die Kamera voll auf mich zentriert. Perfekt. Ich habe mich gesehen und deinen Hintern. Moment, jetzt sieht man auch deinen Hintern, weil ich auch die Kamera und Perspektive umgestellt habe. Ah, nicht den Weihnachtspopo. Ah, es ist der Zombie-Weihnachtspopo. Ah, okay, es funktioniert alles. Ich habe mir das Inventar nochmal angeguckt. So viele Schilder. Ich bin überfordert. Was lesen wir zuerst? Was machen wir hier? Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Guck mal. Sieht aus wie ein Adventure. Ja, es könnte wirklich ein Adventure sein. Oh mein Gott. Sieht sogar aus wie ein Adventure, was mir geschickt wurde als ein Let's Play Your Adventure. Aber wir spielen es gar nicht als Let's Play Your Adventure, sondern als Let's Adventure Together. Weil es so groß ist. Ja, und weil wir es können. Und das Telefon schon wieder Telefon! Ich glaube, das ist Günther. Das ist Günther. Nein, das ist Günther. Reden. Nein. Nein. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich starre auf mein Telefon und gucke es an, wie es klingelt. Ich könnte einfach mal rangehen. Rangehen? Ja. Was ist rangehen? Das ist eine, ich weiß nicht. Ich kenne die Nummer nicht. Ich auch nicht. Jetzt hat's aufgehört zu klingen. Gut, dann geht's jetzt weiter hier. Also, wir. Das war Günther. Ja, Günther kann man anders anrufen. Ja. Von wem ist denn die Map? Steht das hier irgendwo? Nein. Doch, Moment, hier war. Nein. Nein. Oh, gut, dann gehe ich. Nein. Wir sind übrigens sehr vorbereitet. Ja, wir hüpfen hier zwar schon eine Stunde rum, aber doch, hier, der Typ heißt Martin, aber mehr weiß ich auch nicht. Ich hab dir aber, die hab ich gar nicht den Link geschickt. Ich habe aber dem Serverhoster den Link geschickt. Genau. Die Web heißt Sky's Castle, Sky-E's Castle und der Typ heißt Sky-E. Also Sky, wie Himmel halt, und dann I dahinter. Sky-E. Sky-E. Hallo, Sky. Wenn du das siehst, dann du hast deinen Namen vergessen und ich weiß, dass er Martin heißt. Martin 301. Gut, und ich würde sagen, ich lese einfach mal was die Map-Beschreibung auf der Seite vor, weil, ja, dass wir irgendwie irgendwas zur Erklärung haben für die Leute, dass sie checken, was wir hier überhaupt abmachen jetzt gemeinsam. Genau. Sky's Castle ist eine Minecraft-Abenteuer-Dungeon-Welt, in der es darum geht, die vier Türme, da steht die vier Türme zu bezwingen. Was ist türkisch Map? Die vier Türme zu bezwingen, wobei jeder seine eigenen Herausforderungen besitzt. Sie sind voll mit Rätseln, Aufgaben, Herausforderungen, welche zu meistern sind. Jedoch ist hier mehr als nur Stärke und Kampfgeschick gefordert, sondern mehr Stärke und mehr Kampfgeschick. Nein. Wissen, Geduld und Geschicklichkeit wird benötigt, um diese Rätsel zu meistern. Die ganze Welt ist schaffbar, ohne einen Block abzubauen. Es werden keine Mods benötigt, ja. Es wird von mir natürlich auf jede kleine Einzelheit geachtet. Aha. Er achtet auf kleine Einzelheiten. Gut, so kann man, wenn man gut hinsieht, vieles entdecken. Dann schauen wir doch mal, wie vieles entdecken werden. Ja. Und wir müssen die vier Tütme. Einmal gibt's da Südtütme, Turm des Waldes. Let's think about the arrow in your hut. Das ist der Tütme, der in dem Südtütme. Was haben wir noch? Nordtütme. The jump and fail Tütme. Da schicken wir hier Yuga hin und der kann Tüt machen. Und was haben wir das? Ich kann's nicht lesen. Da oben steht was. Ich kann's nicht lesen. Moment, kann ich jetzt lesen? Das ist der Tütme des Wassers. Ah, Tütme des Wassers. Und ich darf nicht tüten und ich darf die Items? Die Items in den Kisten werden dir helfen, um gegen die vielen Aufgaben zu bestehen. Ich muss gegen Aufgaben bestehen. Boah, das sind die bösesten Mobs. Sie sind böse. Boah, die bösesten Mobs, die Aufgaben. Du darfst auch Dispensernöfen und so weiter klauen. Ah, gut. Nicht cheaten. Nicht cool, gehen wir in den nächsten Supermarkt und klauen aus den Öfen, falls sie dort welche haben. Ich habe noch nie nachgeguckt. Wenn ich das nächste Mal bei Expert bin, gehe ich da rein. Dann klaust du aus dem Ofen. Das bei Brot. Fragen schau am besten auf die Webseite oder schreib mich Mail an. Die Map soll eine Open World Abenteuer werden, jedoch ist noch vieles im Bau. Das ist unfertig. Tut mir das Turm süß, was der Bla. Dups, spiele bitte mit Monstern am besten auf Schwierigkeit easy. Wenn es dir jedoch wirklich zu schwer wird, dann schalte sie kurz aus und wenn du Gen-Anfälle bekommst, Irrgärten, dann drücke ich ein Auge zu, wenn du Flyhack nutzt. Gen-Anfälle, was ist das? Ich hab Angst. Ist das passiert, dass wenn man sich. Ich weiß es nicht. Also, ich meine, Gen-Anfälle kenne ich, aber dafür. Er ist bestimmt mit Ganondorf verwandt.
musst in den Waldturm, gehe durch den Wald. Oh was? Der Waldturm ist im Wald? Ich hätte jetzt im Himmel gesucht. Ich beschleunige das Ganze. Aua! Ding, 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 ding. Boah, das nervt gar nicht. Ein Fahrstuhl. Ding dong. Ding dong. Stutzen. So, ja, das... Hast du das Zeug aus der Kiste auch mitgenommen? Ich irgendwas aber vergessen. Ding, 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 ding. War das mit Gen-Anfällen gemein? Vielleicht, ich weiß es nicht. So. Das sieht aber sehr schön aus, wie die Sonne jetzt im Hintergrund einen angrinst. Hier sind sogar zwei Steinschwerter. Oh cool, dann bring mir ein Steinschwert mit. Ich werf's dir einfach auf den Kopf. Ui, hab's aufgefangen. Ich war sogar schneller als das Schwert unten. Cool. Also ich habe jetzt ein Schwert und das ist jetzt Süddorf. Ja. Da hinten ist der Wald. Das sind sehr liebevoll eingerichtete Häuser, muss ich schon zugeben. Ich finde diesen Teppich sehr schön. Wo gibt's denn diese grüne Teppichtextur? Sieht ja fast aus wie Dirt. Oh, das ist ja sogar Dirt. Ich weiß nicht. Dirty Dancing. Ja, ist ja aber alles noch im Aufbau. Kann man jetzt nicht sagen, ob es für immer so bleiben wird. Ja, ist auf jeden Fall, ist es groß angelegt. Ja, oh, hier ist schön. Gasthof. Ein Ofen, mit der leer ist. Also wir dürfen zwar aus Öfen klauen, aber die Taverne ist geschlossen. Was für eine Schwäche. Ich schaue gerade außen rum, ob es hier irgendwo einen Ninja-Eingang oder so gibt. Schließen die einfach die Taverne und sollen wir das saufen? Ich meine mal ganz ehrlich, ey. Für so eine müssen wir uns erstmal voll betrinken und so. Da war ein Enderman, guck mal. Wo ist ein Enderman? Guck mal, hier war ein Enderman. Oh, das ist abgehauen. Keine Lust mehr. Nee, ein Enderman hat den Block hier aufgehoben. Ja, meine ich ja. Und guck da hin. Oh. Alles kaputt gemacht, diese scheiß Griefer. So. Oh, da vorne steht ja ein Schild. Zum Waldturm. Ich glaube, wir müssen dort lang. Ein Schweinchen! Ein Hühnchen! Nein, ich will da nicht hin. Schweinchen! Es ist aber das Schweinchen, es ist aber das Hühnchen, es ist so besser. Schweinchen, es ist so, aber das Hühnchen, ist so besser. Warte. Ich darf nicht auf die Platten treten. Kennst du das? Als Kind hast du das auch immer gespielt, dass man, wenn man irgendwie über die Straße gegangen ist, dass man nicht auf bestimmte Sachen treten wollte? Ich kannte es immer nur, wenn dieses Quadrat musste da am Boden war, dass ich immer nie auf die Linien dazwischen treten wollte. Ja, genau, das habe ich auch oft gespielt. Dass ich immer dann über die Linien drüber gelaufen bin. Ja. Das kann man in Minecraft auch so spielen, weil ja alles blockförmig. Oh mein Gott, der Fackel auf dem Boden. Ich brenne. Oh nein, guck mal, ich brenne. Ich auch. Ich brenne mit dir. Okay, ja, der war... Ich verliere gleich meinen Arm. Oh. Brauchst du den nicht noch? Ich habe noch einen zweiten. Gut, dann nehme ich meinen Ersatzarm mit. Drei Arme sind besser als zwei. Ich glaube, wir sollten zurück in die Stadt. Ja, ich glaube, das Schild sagt, wir sollen wieder zurückgehen. Nein. Okay, was steht? Ich will aber das andere noch lesen. Zurück. Auch zur... Oh mein Gott! Zwei Wege, die zur Stadt führen! Ich... Okay. Zum Waldturm würde ich sagen, dass wir mal gehen. Mhm. Und unsere weihnachtliche Mission vollführen. Finden wir hier vielleicht etwas Besonderes außer einem kuscheligen Ort voller komisch... Wo ging es jetzt hier? Ach, ja, das sieht aus wie so ein Geheimnis, aber hier ist nichts Geheimes. Schade. Mehr Geheimnisse einbauen. Mehr Geheimnisse sind hier ist sonst auch nichts mehr. Mehr Unterhaltung. Genau, mehr Unterhaltung. Besonders für solche Bug-, Cheat- und Geheimnissucher, wie wir es sind, nicht wahr? Ja, genau. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes außer Bugs suchen. Ja. Hier ist schon wieder so ein Stück. Aber es ist, glaube ich, nur schlecht angepflanzt oder so. Oh mein Gott. Hier kann man durch den halben Wald rennen. Ich drehe lieber wieder um, bevor ich mich verlaufe. Ich wollte gerade sagen, wir finden nie wieder zurück und nachher finden wir noch einen bösen Gesellen, der da gespawnt ist. Das möchten wir doch nicht. Ja, und ich würde sagen, wir beeilen uns mal, sonst ist die erste Folge um und wir sind noch nicht mal beim Tempel. Oh, wir sind angekommen. Oh, dam. Der ist ja riesig. Alter Schawutzki, also wenn wir jetzt da durchlaufen müssen und springen und hüpfen und tun und nachher müssen wir einfach nur quer durch. Information, wegen Einsturz nicht passierbar. Echt? Schade. Da
Dann müssen wir wohl einen anderen Weg finden. Was ist das? Ich will da durch. Da ist nichts. Ist hier sonst noch irgendwas? Hey, hallo. Hallo. Hi. Wieso denn jetzt? Hi. Oh, da ist einfach ein Loch in der Wand. Oh nein, das ist ja ein total schwierig verstecktes Geheimnis gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass es mit einem Loch in der Wand war. Ich bin einfach hungrig, ich muss schon essen. Oh. Wie hast du denn das schon wieder hingekriegt? Oh, jetzt habe ich dich angerülpst. Ich bin halt so nicht so. Hast du auch schon Hunger? Hier, Fleisch. Fleisch. Ich bin noch Vegetarier. Okay. Ach, scheiß drauf. Ich bin der Weihnachtsmann, ich brauche keine Rüstung. Sieht komisch aus. Weihnachts-Assassine. Assassin's Creep. Assassin's Christmas. So. Information. Was bedeutet Punkt, 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 Fragezeichen? Hier sind die Antworten. Wir kriegen dort Schilder zum Lesen. Wow. Geheimgänge. Das ganze Adventure sein, 2 Stunden lang Schilder lesen. Oh Gott, Beschreibung. Eingang heißt, hier ist der Eingang für die ganz dummen. Ein kleiner Joke. Das Schild macht mich aggressiv! Das untere macht mich aggressiv! Oh, jetzt hast du beide. Ich will auch eins. Warte. Geheimgänge. Pensies. Ich hab's falsch geschrieben. Muss von der anderen Seite geöffnet werden. Geheimgänge sind auch versteckt. Du solltest Abkürzungen hier öffnen und... Hä, warum muss ich das jetzt lesen? Hä? Warte, Geheimgänge. X-Strich. Du musst von der anderen Seite geöffnet werden. Was? Ne, X muss von der anderen Seite geöffnet werden. Aha. Geheimgänge sind oft versteckt. Du solltest keinen übersehen. Abkürzungen hier öffnen und gleich ausprobieren. Okay. Monster sind optional. Ja, vorhin hieß es, man soll sie anlassen. Ich bin total verwirrt von dieser Map. Die sagt mir jedes Mal... Was sind Checkpoints? Das sind Abkürzungen, welche den Weg erleichtern. Für den Alter, Fall, ich bin kein behinderter Mongo. Ich weiß auch, was ein Checkpoint... Diese nervigen Geräusche. Seltsame Aussagen. Mein Gott, das interessiert mich doch nicht. Diese vielen Rechtschreibfehler sind mir egal. Bugs oder ähnliches sind mir auch egal. Da war eine versteckte Kiste. Ja, es gibt oft Kisten. Gut. Wie lange brauche ich für so viele Schilder? Zu craften schreiben, nicht lange, too many items FTW. Das Ausdenken braucht länger, okay. Boah, diese Information ist so unglaublich wichtig, ich werde sie in meinem Buch für die Nachwelt schreiben. Ja, Satzzeichen werden von mir manchmal weggelassen, schön. Kree, was muss ich alles lesen? Nein, du sollst die Schilder gar nicht lesen, die Schilder sind einfach nur altes Überbleibsel. Wer alle Schilder liest, ist selber schuld. Ja, wir haben nicht alle gelesen. Terrasse, Achtung, bei Nachtmonstergefahr. Dann du. Denn das ist ja sowieso nichts drin. Voll unwichtig. Guck mal, Holz! Holz! Oh, kraften wir uns was und bauen uns ein Haus. Echt, Mann, ich wette, dass der Sinn des... Oh, jetzt hast du es kaputt gemacht. War schon so. Warte, ich repariere es mit einem anderen Block. So. Ja, perfekt. Das fällt gar nicht auf. Das wird... Nein. Also, so. Gibt es hier irgendein Geheimnis? Gibt's hier vielleicht... Da ist eine Schatztruhe, da ist eine Schatztruhe. Guck mal. Okay, zeig mir, was drin war. Ganz viel Inksex. Und ich warte, ganz viele Inksäcke und was zu essen und Äpfel und ich weiß nicht, wozu wir die Tinte brauchen, aber ich habe mir Äpfel geklaut. Ich habe hier, da, guck mal, ganz viel von dem da, guck mal hier, voll nützlich, guck mal da. Boah, das brauchen wir bestimmt noch. Pass auf, es kommen bestimmt so viele Druckplatten, wie wir von den Teilen haben. Wir dürfen nicht eine verlieren. Oh, guck mal, ein Creeper. Wo? Was? Ich sehe keinen. Wo ist da ein Creeper, hä? Ich dachte, der... Oh, ich dachte, da war einer. Ich habe Halluzinationen. Ich habe Halluzinationen. Liegt an Skelette. Dem ganzen Viet hier. Oh. Vielleicht... Schießt euch selbst ab. Oh, guck mal. Ja. Fight SQ, fight. Dun, 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 dun. Ach, dann das ist noch ein drittes. Dun, 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 dun. Bam, bam, in your face. Fress dieses Schwein. Dein Schwert, Mann. Okay. Boah, Alter, vernichtet. Hast du den weggefistet? Nee, ich habe ihn mit meinem Schwert geschlagen. Brutal. Tut mir leid. Brutal. Das ist voll dunkel. Gar nicht. Okay. Voll hell hier. Ich kann alles sehen. Wo bin ich? Ich kann alles sehen. Ich bin schon gleich bei der Tür. La. Sternenhimmel. The stars. The stars. The fluffy moon night. Oh, geht sogar raus.
Irgendwo hin. Es war einfach nur ein Balkon. Sehr kleiner Balkon. Also für eine Grillparty hätte sich der nicht geeignet. Hey, es war bisher schon ein gerader Gang, ja. Das Adventure ist schon voll actionreich und episch. Bestimmt ist hier die nächste Truhe versteckt. Und auch voll unoffensichtlich. Was ist das hier? Hier ist ein Gang hier oben. Leitern. Okay. Ich komm. Alter, was war da unten noch? Da unten geht es dann noch weiter zu. Ich glaube, hier kann man irgendwas überspringen. Unten ging es dann irgendwie so ein bisschen nach Zelda-Adventure-mäßig aus. So Side-Scroll-Dingens. Guck mal hier. Ach, hi. Willkommen im Wald der Türen. Sag mal, spinnst du? Türen wachsen nicht an Bäumen. Doch, hier schon. Oh, okay. Um weiterzukommen, musst du hier so 8 Räume weit. Was? Musst du hier so 8 Räume weit? Du musst schon voll krass nach Räume weit, weil da hatte vorher nichts mit Druckplatten und so. Und deswegen musst du jetzt da die Richtung. Aber ich weiß nicht, ob wir das so machen sollen, weil da oben war irgendwie so Cheat weg. Ach so, um weiterzukommen, musst du hier so 8 Räume weit. Ich wette, wir laufen im Kreis und kommen hier wieder raus.